Hey, lieber Zuschauer, mein Name ist Sekon. Und im heutigen Zeichentutorial will ich dir, lieber Zuschauer, zeigen, wie du diesen wunderschönen Vogel mit einem Insekt im Schnabel zeichnen kannst. Wie das Ganze gemacht wird und welche Zahl sich dahinter versteckt, zeige ich jetzt in diesem Video. Damit wir den Vogel zeichnen können, benötigen wir in den ersten Schritt natürlich ein weißes Blatt Papier sowie einen Bleistift eurer Wahl. Und in diesem Fall brauchen wir dieses Mal die Zahl 28 für den Vogel. Und hier ist nur eine Kleinigkeit zu beachten, aber die werdet ihr im Laufe des Videos natürlich sehen. Und ich fange mal natürlich mit der Zahl 2 an und zeichne das Ganze und mache das ein bisschen schneller natürlich. So, ich hoffe, man erkennt die Zahl 2. Ich mache das mal ein bisschen stärker. So, nachdem wir jetzt die Zahl 2 gezeichnet haben, kommen wir zur Zahl 8, die wir dafür benötigen. Und hier ist es so, dass wir die 8, wie man sie sonst so kennt, man macht immer so dieses Unendlichzeichen als 8. Aber hier ist es so, dass wir die Zahl 8 einfach in zwei Kreise aufteilen. Und das ist wichtig natürlich, den Kopf groß und besser normal zu zeichnen, und bei dem anderen ist es dann so, dass wenn wir das Ganze zeichnen, je nachdem wie groß wir werden, desto größer wir werden, desto größer wird das Insekt natürlich. Und das mache ich mal jetzt, und natürlich ist auch hier wieder zu beachten, dass wir eine humane Größe oder besser Abstand zu der 2 haben, und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Also ich nehme jetzt einfach mal die Größe bis hierhin. So, den oberen Teil haben wir jetzt gezeichnet und jetzt natürlich den unteren Teil. Und hier ist es, wie gesagt, wichtig oder besser entscheidend: je größer wir werden, desto größer wird das Insekt natürlich. Und dazu positionieren wir hier auf der ersten Seite vom Kreis, wo das hier endet, positionieren wir und machen hier den zweiten Kreis dann einfach. Nachdem wir jetzt die beiden Kreise gezogen haben, ich bin hier ein bisschen verrutscht, aber es ist ja nicht ganz so tragisch. Auf jeden Fall, nachdem wir jetzt die 2 und die 8 gezeichnet haben, können wir mit den Konturen von dem Vogel anfangen. Und das machen wir einfach, indem wir uns hier unten erstmal widmen. Hier sieht man jetzt, ich bin ein bisschen zu weit geworden, aber es ist ja nicht so tragisch. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier anfangen, müssen wir hier ankommen. Das heißt, wir ziehen hier eine Linie runter, sodass wir hier hinkommen. Hier können wir nochmal sagen, wir ziehen das Ganze nochmal ein bisschen länger von der 2. Hat ja keine allzu großen Auswirkungen. So, wenn wir das Ganze gezeichnet haben, dann können wir sagen, wir fangen hier, oder besser gesagt, fortsetzen hier fort, fortsetzen, setzen wir hier weiter fort, und zwar können wir hier den Schnabel zeichnen. Das machen wir einfach, indem wir hier unten ein Dreieck zeichnen. Wenn wir ein bisschen uns versetzen oder das ein bisschen schräg werden, ist es nicht allzu tragisch, weil es muss ja immer nicht so sein, dass das Ganze mittig ist. Und dann sind wir hier beim Kopf. Sieht man schon den Schnabel. Und jetzt können wir das Ganze ein bisschen, ich sag mal, wenden. Ist für mich einfacher. Und nun ist es so, dass wir hier von diesem Kreis zu dieser Position hingelangen müssen. Das heißt, wir können entweder hier anfangen oder hier. Auf jeden Fall sage ich mal, ich mache das Ganze hier unten, weil es für mich einfacher ist zu zeichnen. Und wir müssen dann hier einfach zu diesem Kreis übergehen. Das heißt, aus einem Guss sozusagen. So, wenn wir das haben, dann sind wir schon mal ziemlich weit vorangekommen. Jetzt ist noch entscheidend, dass wir sagen, hier unten, dass wir hier fortführen. Das heißt, wir ziehen hier weiter. So, sieht man schon ziemlich gut, dass es ein Vogel wird. Auf jeden Fall können wir jetzt noch sagen, dass wir hier unten das hier, was wir hier fortgeführt haben, noch als zweite Linie parallel zeichnen. Das machen wir einfach so, egal. Die Dicke ist euch überlassen, wie ihr gerne haben wollt, weil das ist ja sozusagen der Ast oder Stock oder worauf er auch immer sitzt. Und können das Ganze so dann zeichnen, einfach je nachdem, wie dick ihr es gerne haben wollt und wie lang. Ich sag mal, aber das sollte ungefähr reichen. Und wenn wir das haben, dann kann ich schon mal sagen, ich sag mal, dass ich diese Konturen von den
Füßen hinzeichne. So, wenn wir das haben, dann sage ich mal, hier oben setze ich noch die ganzen restlichen Konturen hin, die wir dafür benötigen für den Vogel. Das heißt einmal das Auge und natürlich die ganzen Linien, die gezogen werden müssen, und das mache ich mal schnell verfahren. So, wenn wir das gezogen haben, so ein bisschen, soll jetzt nur so übergangsmäßig sein, könnte es natürlich ein bisschen anspruchsvoller zeichnen. Ich wollte das nur mal zeigen, was gemacht werden muss. Auf jeden Fall können wir sagen, zum Beispiel noch, dass wir hier den Insekt, was gezeichnet werden muss, hier zeichnen können. Das Ganze einfach hier mit einer Mittellinie versehen, dass es in zwei Hälften geteilt wurde, sozusagen. Wenn es Marienkäfer ist, dass es dann sowieso hier immer die Konturen von den Flügeln gezeichnet wird. Und natürlich den Kopf nicht vergessen. Und die Fühler. Was darf man natürlich nicht vergessen bei Insekten? Die Füße. Und natürlich die ganzen Markierungen. So, wenn wir das Ganze gezeichnet haben, dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Das letzte, was jetzt noch uns fehlt, ist einmal hier unten, oder was heißt, das ist der letzte Teil. Und zwar müssen wir den Schwanz noch zeichnen von dem Vogel, und das machen wir einfach, indem wir wieder hier wie beim letzten Video sagen, dass wir hier das Ganze ein bisschen versetzen, nicht ganz an den Ast dran zeichnen und hier einmal runterziehen, und von der linken Seite würde ich mal sagen anfangen, das Ganze zu zeichnen, nicht von der rechten Seite. So, und jetzt noch die letzten Konturen zeichnen. Und voilà, wir sind am Ende angelangt. So sieht das Ganze natürlich am Ende aus. Und hier nochmal das Endprodukt, was ich nochmal farblich ausgemalt hatte. Ihr könnt das Ganze natürlich auch nochmal farblich ausmalen, damit man es besser erkennen kann. Bin somit auch am Ende des Videos angelangt. Hoffe, dir hat es gefallen, war informativ. Würde mich über einen Daumen hoch von dir natürlich sehr freuen. Verabschiede mich deswegen an dieser Stelle und schalte das nächste Mal bei einer weiteren Folge von mir, TheCone 990, beim Zeichnen von Zahlen.